Jacques Tilly zum Beispiel. Er baut die Wagen für den Rosenmontagszug in Düsseldorf und ist bekannt für seine bissigen politischen Motive. Hier stehen noch einige vom letzten Zug. Dass die Neuwahl nun kurz vorm Straßenkarneval stattfinden soll, macht seine Arbeit etwas schwierig. Das ist schon sportlich. Eine Woche vor Rosenmontag sind die Bundestagswahlen. Da haben wir also 7 Tage Zeit, noch sozusagen satirisch, karnevalistisch darauf zu reagieren. Die Karnevalswagenbauzeit mit den politischen Wagen, das ist für mich immer Jagdsaison natürlich. Da will man natürlich, dass ein kapitaler Hirsch erlegt wird. Und wenn man aber nicht weiß, wer das ist, und dann ist es natürlich schwierig zu treffen, wenn das Ziel nicht klar ist. Tilly gehört zu denen, die berufsbedingt sehr aufmerksam verfolgen, was so in Berlin passiert. Dort stieg heute nach tagelangem Gezänk sozusagen weißer Rauch auf. SPD und Union einigten sich auf den 23. Februar als Neuwahltermin. Der 23. Februar ist eine gute Lösung. Ich werde dieses Datum auch gleich der Fraktion nennen. Es steht allerdings unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Zustimmung des Herrn Bundespräsidenten. Damit ist auch der wirklich unseriöse Vorschlag, diese Woche die Vertrauensfrage zu stellen und noch mitten im Januar zu wählen, vom Tisch. Das wäre für alle Parteien eine Überforderung gewesen. Zustimmung zum Termin auch vom Ex-Ampelpartner FDP und den Grünen. Ich denke, mit diesem Datum herrscht nun Klarheit für Bürgerinnen und Bürger, für Industrie, Handwerk, Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt. Die Menschen haben aus meiner Sicht in den letzten Tagen ein unwürdiges Schauspiel erleben müssen, von Treppenhausgesprächen bis hin zu möglichen Papiermangel. Der Seitenhieb mit dem Papier bezieht sich auf Sie, Wahlleiterin Ruth Brandt. Sie hatte vor den Risiken einer zu frühen Wahl gewarnt und war dafür vor allem von der Union scharf kritisiert worden. Heute wehrt sie sich in einer Sondersitzung des Wahlprüfungsausschusses. Ich habe niemals gesagt, dass es in Deutschland kein Papier gibt, sondern ich habe gesagt, dass es eine Herausforderung ist, Papier und Druck zu beschaffen. Den neuen Wahltermin am 23. Februar hält die Bundeswahlleiterin nun aber für machbar. Die Vertrauensfrage soll Bundeskanzler Scholz schon am 16. Dezember stellen. Es ist alles in allem ein ziemlich knapper Fahrplan, um eine Wahl zu organisieren. Und auch für Jacques Tilly, der das Wahlergebnis dann schon eine Woche später satirisch verarbeiten will, wird's stressig. Aber andererseits ist es auch eine schöne Sache, weil natürlich die Menschen alle, die Medien, alle sind politisiert in dieser Zeit. Und das ist für die Mottowagen natürlich gut, weil sie dann halt umso bedeutsamer sind vielleicht oder die Aufmerksamkeit noch größer ist. Sein Ehrgeiz ist jedenfalls geweckt. Und all das, was derzeit in Berlin passiert, ist für jemanden wie ihn ja auch eine echte Steilvorlage. Da freuen wir uns schon drauf. Zur Stunde sitzen Fraktionsvertreter beim Bundespräsidenten und zurren das alles fest. Auf einmal geht's also und man fragt sich, warum denn vorher überhaupt dieses kleinkarierte Gezänk? Philipp Mann für uns in Berlin. Sind denn jetzt alle zufrieden oder gibt's doch wieder Gewinner und Verlierer? Also Politik ist das Streben nach Macht und das meine ich an dieser Stelle völlig wertneutral. Man muss sich vor Augen führen, nach dem Ende der Koalition sind wir in so eine Art Zwischenzustand eingetreten, wo es um die Umverteilung von Macht ging und dass da die Beteiligten erstmal sehr nervös sind, dass gestritten wird, dass taktiert wird, das gehört zur Demokratie einfach mit dazu. Genauso wie übrigens der Kompromiss, der stellt auch einen Wert an sich dar und dass man sich heute einigen konnte auf einen Kompromiss und das nach 5 Tagen, das ging nämlich ziemlich schnell, das ist in erster Linie schon mal bemerkbar und deswegen würde ich sagen, auf den ersten Blick gibt es hier keine Verlierer, sondern Gewinner. Das Grundgesetz hat sich mal wieder bewährt und die Demokratie, die zeigt, dass es hinbekommt, den Machtwechsel zu organisieren. Grundgesetz sagt aber auch, alles, was ein Parlament nicht hinbekommt, muss das nächste Parlament nach der Wahl wieder bei Null anfangen. Es liegt ja noch eine Menge auf dem Tisch. Wird das noch abgearbeitet in Berlin oder ist ab morgen nur noch Wahlkampf? Das ist in der Tat so und das ist sicherlich die negative oder die Kehrseite der jetzigen Situation. Im Parlament gibt es im Moment keine klaren Mehrheitsverhältnisse und deswegen gibt es jetzt im Moment ja die Gespräche beim Bundespräsidenten und da geht es natürlich auch darum, was ist jetzt noch machbar. Also im Hintergrund laufen Gespräche darüber, welche Projekte müssen jetzt noch über die Bühne gebracht werden. In dieser Woche wird es zum Beispiel noch eine Abstimmung voraussichtlich geben zu Maßnahmen für besseren Einbruchschutz. Dann wird es eine Zweidrittelmehrheit geben in den kommenden Wochen vor Weihnachten für einen besseren Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Ja, dann kommen die Feiertage und dann geht er los, der Wahlkampf. Und der könnte dieses Mal ziemlich hart werden. Eine klare inhaltliche Auseinandersetzung zwischen den Parteien.
möglicherweise einen Lagerwahlkampf. Christian Lindner, der FDP-Chef, hat heute schon mal ganz klar gesagt, was er will, nämlich Schwarz-Gelb nach der nächsten Bundestagswahl. In dem Lager wird es vermutlich dann eher um Wirtschaft, Finanzen gehen, innere Sicherheit, vielleicht Migration. Und auf der anderen Seite um Rentenpolitik, höheren Mindestlohn, Industrie- oder Klimapolitik. Also für die Bürgerinnen und Bürger könnte es diesmal so kommen, dass sie wieder viel klarer erkennen, wofür welche Partei steht. Und wir müssen öfter dann wieder zu dir schalten, damit du uns alles sortierst. Dankeschön. Der Neuwahltermin steht. Philipp Menn mit Informationen aus Berlin.